Refugee Streikbündnis ist hier aus Berlin und viel, viel Glück für eure Reise nach Brüssel und für eure Demonstrationen. Euer Kampf in den letzten Monaten war eine Quelle der Inspiration für tausende Menschen in ganz Europa, sich zur Wehr zu setzen gegen das rassistische Flüchtlingsregime und gegen diese menschenverachtende Festung Europas. Vielen Dank für euren Kampf. Wir stehen an eurer Seite. Es gab Gott sei Dank ja auch immer wieder Bewegungen, die sich mit euch solidarisiert haben. In Berlin und in Hamburg sind tausende Menschen auf die Straße gegangen, um sich mit euch gemeinsam gegen dieses rassistische Regime in Europa zu wehren. Und ich freue mich sehr, dass ihr als nächste Rednerin eine Vertreterin des Schüler- und Studierenden-Refugees-Streikbündnisses aus Berlin haben. Komm bitte nach vorne. Wir als Refugee Schule und Uni Streik sind ein Bündnis von Schülerinnen, Studierenden, Auszubildenden und jungen Arbeiterinnen und Arbeitslosen in Berlin, das sich zusammengefunden hat, um die Forderungen der Geflüchteten, wie hier in Berlin am Oranienplatz und in der besetzten Schule in der Olauer Straße, zu unterstützen. Mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln verleihen wir diesen Kämpfen speziell an Schulen und Unis die notwendige Aufmerksamkeit. Nous sommes le Bündnis Schule und Uni Streik et on s'est retrouvé pour soutenir les réfugiés, spécialement ceux du Haut-Platz et ceux de l'école à la Olauer Straße. Biz Refugee Okul ve Üniversite devi olarak öğrenci birliğiniz ve mülteci isteklerinizi destekliyoruz. Seit mehr als einem Jahr gab es zahlreiche Proteste der Geflüchteten, die gegen die rassistischen Gesetze in Deutschland kämpfen. Nachdem sie hunderte Kilometer lebensgefährlicher Flucht auf sich genommen hatten, da sie der Verfolgung oder dem Hunger entkommen wollten, werden sie hier unter unmenschlichen Bedingungen eingesperrt und ihre demokratischen Rechte beraubt. Wir wollen die Politik der Geflüchteten nicht über einen Kamm scheren und nicht in ihrem Namen sprechen. Wir wollen uns in die Kämpfe gegen die Abschottungspolitik der EU und der rassistischen Asylgesetzgebung der BRD einbringen. Wir möchten nicht in einer Gesellschaft leben, in der Menschen nach rassistischen Kriterien ausgegrenzt werden. Es gibt hier kein Problem mit Geflüchteten und Asylbewerberinnen, sondern mit Rassismus. Rassismus schadet uns allen, die wir uns eine demokratische Gesellschaft wünschen, in der alle Menschen gleichwertig sind. Jeder Mensch hat ein Recht darauf, würdig zu wohnen und sein Leben selbstständig zu bestreiten. Nicht die Flüchtlingszahlen sind eine Katastrophe, sondern die Art, wie man sie behandelt. Kein Mensch ist illegal. Rassismus ist nicht für das ständige Kontrollieren von Menschen, die den Bullen nicht weiß genug aussehen. Rassismus ist auch das Mächteungleichgewicht der Länder der Welt. Rassismus ist auch das Wirtschaftssystem, das die unterste Schicht der Arbeiterinnen in die südlichen Länder auslagert, damit in den Industriestaaten sozialer Frieden herrscht. Wir fordern, hört auf, unsere Mitschülerinnen und andere Geflüchteten abzuschieben. Schafft die Lager, Frontex, Dublin 3 und andere Antimigrationspolitiken und Maßnahmen ab. Und vor allen Dingen, schafft die Residenzschutz ab. Denn jeder Mensch hat ein Recht auf unbegrenzte Bewegungsfreiheit. Deswegen haben wir uns hier auch heute versammelt, um die Geflüchteten zu unterstützen, die sich ihr Grundrecht auf Bewegungsfreiheit nehmen und nach Brüssel laufen, um ihre Rechte zu kämpfen. Gegen den Rassismus der EU, deren Außenpolitik die massenweise Flucht notwendig macht, die sie an ihren Grenzen militärisch bekämpft. Depuis plus qu'un an, on se bat contre les lois racistes en Allemagne. Il n'y a pas de problème avec les réfugiés, mais avec le racisme. Pas le nombre des réfugiés est le problème, mais comment on les traite. Personne n'est illégal. Nous demandons arrêter de déporter nos camarades de classe. Abolissez Frontex, les camps, Dublin 3 et d'autres politiques contre la migration. Et surtout, nous ne voulons pas de Residenzpflicht, car chaque humain a le droit de mouvement. C'est pour ça que nous nous retrouvons aujourd'hui pour soutenir les réfugiés qui marchent jusqu'à Bruxelles pour se battre pour leurs droits. Créez des comités de grève dans votre école et venez le mardi à 18h aider à organiser dans les mairies. La solidarité doit être pratique. Bizim okulda aşlarımızı sınırsızmaya son veriniz.
Beispiel die GEW, andere Gewerkschaften oder die Linke auffordern. Geht auf die Straße, mobilisiert und vor allen Dingen beteiligt euch an der Bündnisarbeit. Da wir aktiv bleiben, um ein deutliches Zeichen gegen Rassismus zu setzen und die Geflüchteten langfristig unterstützen wollen, gründet Streikkomitees an euren Schulen. Kommt zu unserem Bündnistreffen, wo wir euch Tipps geben können und ihr euch mit uns vernetzen könnt. Nächsten Dienstag um 18 Uhr im Mehringhof. Und um erneut Solidarität mit den Geflüchteten zu zeigen, streikt am 1. Juli mit uns auf der bundesweiten Demo. Solidarität muss praktisch werden. Vielen, vielen lieben Dank an das Refugee Solid Streikbündnis von den Schülerinnen und Studierenden für euren Beitrag und euren Kampf. Ihr seid super. Vielen, vielen Dank.